Gut. Herzlich willkommen in Ahorn. Genau, musste ich jetzt so sagen. Nein, ihr seid hier richtig in Ahorn und ihr seid hier für einen Vortrag zu Datenmarkt versus Datenschutz über ein nachhaltiges Datenrecht abseits der Verwertungslogik. Und diesen Vortrag wird präsentieren Malte Engeler. Malte Engeler ist Rechtswissenschaftler, Autor unter anderem bei Netzpolitik.org, die wir ja alle kennen und schätzen, Digitalpolitiker, und er ist Richter in Schleswig-Holstein am Verwaltungsgericht. Und damit übergebe ich das Wort an dich und ich melde mich am Ende nochmal mit wichtigen Ansagen, also die müsst ihr schon noch mitnehmen. Sehr gut. Hallo, herzlich willkommen bei mir hier im Saal und wer immer zuguckt, kurzer Hinweis, diese total ekelhaft verzerrte Darstellung, die betrifft nur die, die hier im Raum sind. Alle, die später die Aufzeichnung sehen, haben das Glück, dass das dann wunderschön aussieht. Es tut mir leid. Genau, Malte Engeler, mein Name, ich mache einen Vortrag, der im Wesentlichen sich an juristischen Fragen entlanghangelt, aber ich werde versuchen, so unjuristisch, also so deutsch wie möglich zu sprechen, werde versuchen, hinterher ganz viel Raum für Fragen zu lassen, also wenn irgendwer sagt, wie bitte, notieren, super gerne drüber reden hinterher. Worum geht's? Ich würde gerne darüber reden, dass Datenmarkt, also das Handeln in einer Datenökonomie von Daten und das Geldverdienen mit datengetriebenen Geschäftsmodellen, immer einen Konflikt mit dem Datenschutz auslöst und wie das Recht darauf reagiert. Ich werde ganz kurz sagen, warum dieser Konflikt schon in der Datenschutzgrundverordnung angelegt ist. Das ist die uns alle wunderbar bekannte und beliebte juristische Grundlage für das Datenschutzrecht in Europa. Wie die Datenökonomie funktioniert und was ihre Folgen sind, wie darauf das klassische Datenschutzrecht reagiert, also ein bisschen juristisch, davon abgeleitet, wie die eigentlich Standardantwort auf irgendwelche datenschutzrechtlichen Probleme und damit auch zur Regulierung der Datenökonomie, die Einwilligung, versagt als Instrument der Datenmarktregulierung, was man daraus für Konsequenzen ziehen muss, und was für ein neues Fundament wir rechtlich bräuchten, um diese Konsequenzen auch ziehen zu können, rein rechtspolitisch. So, die DSGVO, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen, jeder hat da seine Meinung zu, ob sie nun fantastisch ist oder nicht, hat einen Artikel ganz am Anfang, das ist bei ganz vielen Gesetzen so, ganz am Anfang steht, worum geht's. Und in der Datenschutzgrundverordnung geht es um 1, 2, 3 Absätze. Die ersten beiden Absätze, so ja, hier, wir schützen Datenschutz und wir schützen Daten und so weiter und schützen Menschen. Und dann kommt, das ist bei vielen so ein bisschen, wie geht das verloren, dass die Datenschutzgrundverordnung tatsächlich auch den freien Verkehr personenbezogener Daten schützen will. Und das ist im Grunde das, was dann europarechtlich Binnenmarkt ist. Also die Datenschutzgrundverordnung will tatsächlich auch einen Markt mit Daten und das freie Fließen von Daten zu wirtschaftlichen Interessen gewährleisten. Und damit haben wir einen Konflikt zwischen Datenschutz und Datenmarkt unmittelbar selbst angelegt in der Datenschutzgrundverordnung. So, was meine ich, wenn ich von Datenmarkt spreche? Datenmarkt, da müssen wir, glaube ich, nur in x-beliebige digitale Agenda, digitale Strategie, digitale irgendwas reingucken und wir kriegen halt immer, also das ist von 2017, wir kriegen aber auch jede beliebige Fundstelle hat das, ne, solche Worthülsen. Daten sind unerlässliche Quelle für Wirtschaftswachstum, Daten sind ständig wachsende Menge an Daten, datengesteuerter Wandel, Wirtschaft, Wachstum und diese ganzen Begriffe, die geistern dann darum. Ganz aktuelles Beispiel, der Data Act, ein europäisches Gesetz, das jetzt gerade heiß in der Mache ist, heiß diskutiert wird. Und da gibt es halt auch so Sätze, hochwertige interoperable Daten, Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltiges Wirtschaftswachstum. So, das Ganze ist politisch also das Ziel, Wachstum, mehr Daten, mehr Innovation, mehr Wettbewerb. Was heißt das aber? Und jetzt mache ich im Grunde einen ganz kurzen Schwenk in die Ökonomie. Ich bin kein Ökonom, ich bin Jurist, wurde gerade schon gesagt. Ich versuche mich da nicht so weit in Gewässer zu begeben, in denen ich nichts zu suchen habe. Aber der Markt regelt, so ein ganz bekanntes Schlagwort, auch in linken Kreisen immer schön polemisch als Reaktion auf immer was im Markt schief geht. Meiner Ansicht nach völlig berechtigte Kritik. Der Markt regelt, ja, aber was heißt denn was? Was regelt er denn? Er regelt, welche Unternehmen am Markt bestehen können, wie Konkurrenz, wie Wettbewerb sich gegenseitig beeinflussen und sorgt eben dafür, dass wir zum Beispiel bei datengetriebenen Geschäftsmodellen, zum Beispiel Online-Inhalte,
am Markt nur bestehen können, wenn wir genug Geld verdienen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben können. Wettbewerbsfähigkeit heißt aktuell Tracking, personalisierte Werbung. Wenn ich diese Inhalte nicht mit dieser Art von Monetarisierung finanziere, komme ich ganz schnell, wenn ich nicht besondere Nischen habe, in einen Wettbewerbsnachteil. Und das führt dazu, dass der Markt auch gnadenlos gegenüber den Unternehmen dafür sorgt, dass diese Finanzierungsmodelle, dass bestimmte Produktionsmethoden sich an dem Markt als Standard etablieren. Das heißt, wenn wir am Markt irgendwie ein Modell bestehen haben wollen, dann brauchen wir notwendigerweise ein Geschäftsmodell, das immer mehr Daten verarbeitet, das Gewinne macht, das wächst. Und das ist im Grunde die Kernmotivation, der Kerntreiber hinter einem Markt. Das Ziel, dass diejenigen, die diese Unternehmen besitzen, mehr Gewinne machen, dass diese Unternehmen viel Umsatz machen, viel Gewinne abwerfen, um dann am Markt bestehen zu können. Und das heißt, dass es automatisch Anreize gibt. Der Markt als klassisches gesellschaftliches, ökonomisches Verteilungsinstrument sorgt dafür, dass es zwangsläufig Anreize dafür gibt, dass sowohl datenschutzfeindliche Geschäftsmodelle als auch nicht nachhaltige Geschäftsmodelle, ja gar nicht unbedingt, weil das so schlechte Chefs sind oder so schlechte Menschen, die da die Unternehmen führen, sondern einfach, weil sie andernfalls am Markt untergehen würden, sich verbreiten. So, und das Beispiel dafür, ich glaube, wer hier auf der Konferenz ist, der findet dafür Beispiele ohne Ende. Jeder Talk hier behandelt das im Grunde zur Genüge. Habe ich gerade schon gesagt, personalisierte Werbung ist im Grunde, wenn jemand aussteigt, weil er ein guter Verleger sein will, dann hat er eigentlich relativ schnell einen Wettbewerbsnachteil, verschwindet vom Markt und dafür sorgt der Markt selber dafür, dass diese Geschäftsmodelle bestehen. Anderes Beispiel, Streaming-Plattformen wollen, dass ich möglichst weiter konsumiere, zeigen wir mit Autoplay algorithmisch basiert immer neue Inhalte, die mich interessieren könnten. Jeder weiß, dass wie bei YouTube Autoplay an, neues Video, neues Video, neues Video, immer um mir möglichst viel Content anzuzeigen, was gleichzeitig dazu führt, dass datenschutzfeindliche Geschäftsmodelle oft auch ein riesengroßes Nachhaltigkeitsproblem haben. Die Website-Aufrufe, weiß ich nicht, 70% der Energie verschwindet im Hintergrund für die Versteigerung dieser kleinen Bannerplätze. Ja, wenn ihr irgendwie auf eine Webseite geht, dieser Bannerplatz, sobald ihr auf die Webseite geht, ein Klick und im Hintergrund läuft ein riesengroßer Prozess mit Servern ohne Ende und Realtime-Versteigerung und das kostet extrem viel Energie. Streaming-Angebote schlucken krass viel Energie. Der Markt sorgt dafür, dass wir Lightning und USB-C haben, weil es ein Wettbewerbsvorteil für Apple ist. Noch, ja. Der Markt sorgt dafür, dass, weiß ich nicht, IoT-Geräte wahnsinnig kurze Updates-Fristen haben. Auch eine Datenschutzfrage, weil einfach das lange Vorhalten von Updates die Gewinnmarge senkt. Also es gibt, der Markt hat einfach, der zwingt diese gesamte Wirtschaft in ein wahnsinnig datenschutzfeindliches und nicht nachhaltiges Wirtschaften. So, ich muss da nicht um heißen Brei herumreden, das Ganze nennt man die kapitalistische Produktionsweise. Ja, und ich glaube, kein Vortrag auf dieser Konferenz kommt drum herum, sich irgendeiner Form, wenn er es ernst meint, sich in irgendeiner Form zum Kapitalismus zu verhalten. So, Kernvoraussetzung dieser Produktionsweise ist natürlich, dass die Gewinne, die die Motivation sind, um am Markt zu agieren, auch bei dem bleiben, der das Unternehmen hat. Ja, der Unternehmenschef, ja, der will das Geld behalten, das wird ja nicht vergesellschaftet und wir haben alle gleich viel davon. So, das heißt, diese gesamte Diskussion Privateigentum und das Vermögen, das dann auch privat bleibt, das bleibt dann halt eine Person, ganz viele, und die Leute, die mitarbeiten, haben jedenfalls da viel weniger. Und diese Entwicklung, diese Notwendigkeit, die der Markt hat, gleichzeitig, also Markt und Eigentum als Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise. Das sieht man aber nur, reiße ich nur an, da möchte ich gerne auf einen Vortrag von Rainer Rehak verweisen, der das auch nochmal anreißt. Diese Zuspitzung, diese Kombination aus Eigentum und Markt, der Markt, der drängt in gesellschaftlich nicht wünschenswerte Geschäftsmodelle und gleichzeitig versucht da so viel wie möglich eigentumsfähig zu machen, um es privatisieren zu können, um es auswerten und verwerten zu können, findet sich aktuell in der Zuspitzung als Web 3, das Metaversum, gibt es genug kritische Artikel zu. Riesengroßes Problem meiner Ansicht nach, das Internet, das man verhindern muss, also ein Blockchain, wie sieht das Internet, in dem jede Interaktion in die Blockchain geschrieben wird und uns als Eigentum zugewiesen wird, ist so ungefähr die Zuspitzung dieses ganzen Problems. So, Bestandsaufnahme.
Darauf müssen wir jetzt irgendwie reagieren. Hier gibt es unglaublich viele Talks. Es gibt Talks, die reden dazu, wie man das aktivistisch dem begegnen kann. Es gibt Talks dazu, wie man dem gesellschaftlich, technologisch begegnen kann. Ich rede darüber, wie man darum dem rechtlich begegnen kann. Und die klassische Reaktion ist die des klassischen Datenschutzrechts. Das klassische Datenschutzrecht, also dass, wenn hier jemand an die Uni geht und Jura lernt und einen Kommentar aufschlägt, und also Kommentare sind Gesetzbücher, wo so Bücher, wo drin steht, welcher Paragraph hat welche Bedeutung und das irgendwie, oder Lehrbücher aufschlägt, der findet als Antwort immer das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist so seit den 80ern in Deutschland so das dominierende Verständnis von Datenschutzrecht, Volkszählungsurteil, damals große gesetzgeberische Aktivität. Die Leute mussten Fragebögen ausfüllen und viel über sich preisgeben. Das war damals ein riesen Aufreger. Heute würden wahrscheinlich alle vor Langeweile einschlafen. Und damals jedenfalls Riesendemos und Volkszählungsurteil bis zum Verfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, das geht nicht. Jeder hat das Recht, selbst darüber zu bestimmen, welche Daten von wem wann verarbeitet werden. So entstand in Deutschland im Grunde das klassische Verständnis vom Datenschutzrecht. Es ist im Grunde eine Unterschublade in einem großen Schrank, den das deutsche Grundgesetz allgemeines Persönlichkeitsrecht nennt. Und das Ganze ist also entstanden anhand der staatlichen Überwachung. Also staatliche Überwachung, die Volkszählung war im Grunde eine staatliche Aktion, um Informationen über Bürgerinnen und Bürger zu ermitteln. Dem begegnete damals das Recht mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Daher kommen auch diese ganzen Narrative, meine Daten gehören mir, das ist ein ganz geflügelter Slogan. Und dementsprechend auch als Narrativ daraus abgeleitet, die Vorstellung, das ist wahrscheinlich auch hier im Saal bei den meisten sehr dominant, dass es im Datenschutz immer um Einwilligung geht. Das habe ich nicht gewollt, man muss sich doch fragen, die Daten gehören mir, ich will selber bestimmen. Na, diese ganze Begriffswolke, Selbstbestimmung, Einwilligung, meine Daten gehören mir, das ist so die dominierende, klassische datenschutzrechtliche Reaktion auf den Datenmarkt. Die prallen jetzt aufeinander und wir fragen uns mal, wie können wir denn diese erzwungene Entwicklung hin zu datenschutzproblematischen Geschäftsmodellen damit aufhalten? So, dogmatisch gibt es daran reichlich Kritik. Es ist natürlich aber ein ganz kraftvolles Narrativ, wenn man wirtschaftsliberal, also pro Markt, wirtschaften möchte. Denn das ist am Ende das Entscheidende. Die Einwilligung, die sorgt ja nicht dafür, dass wir kontrollieren können, welche Geschäftsmodelle am Markt bestehen, sondern es heißt im Grunde nur, dass wir vorher gefragt werden, möchtest du das nicht oder möchtest du das schon, und dann das Geschäftsmodell daraufhin agieren kann. Aber warum ist das keine gute Lösung? So, die Einwilligung kennt, wenn man auch wieder in die Datenschutzgrundverordnung reinguckt, im Grunde so drei große Voraussetzungen. Das Ganze muss informiert sein. Das sind dann die ganzen Cookie-Banner, die wir so lieben, oder die Textwüsten bei Facebook und bei Twitter, die wir alle jeden Tag lesen. Und bei jedem Dienst gucken wir uns natürlich alle vorher die Datenschutzerklärung an und die Datenschutzhinweise und lesen das freudig durch. Das sind unglaublich autonome, selbstsouveräne, informierte Menschen. Nein, natürlich ist ironisch gemeint, das ist völlig sinnlos. Diese Informiertheit ist im Grunde eine juristische Übung. Die schreiben diese Unternehmen, die schreiben ihre Datenschutzpolicies für andere und Juristen. Ja, damit sie dann im Zweifel vor einer Aufsichtsbehörde bestehen können. Niemand hier im Raum ist Adressat dieser Informationshinweise. So, wirkt auch nicht, weil wir sind alle bis an die Grenze der Belastung privat und wirtschaftlich am Limit. Wir haben überhaupt keine Zeit dazu, schon gar nicht jeden Dienst so genau durchzuchecken, wie wir es müssten, um hier eine Informiertheit herzustellen. Wir sind gezwungen, vieles abzunicken. So, Ausdrücklichkeit, natürlich soll das nicht untergeschoben werden. Dark Patterns, manipulierende Webseitengestaltung, alles ein Problem. Stimmt. Hilft aber auch nicht wirklich weiter, weil selbst wenn wir merken, dass es irgendwie der Ablehn-Button ist, vielleicht auf oberster Ebene und nicht zwei Ebenen versteckt, am Ende müssen wir den Dienst ja trotzdem nutzen, also suchen wir halt, wie kommen wir schnell auf die Webseite. Freiwilligkeit, da wird sowas diskutiert wie im Arbeitnehmerverhältnis, gegenüber Behörden, über Unterordnungsverhältnis, aber all das sind die Grenzen der Einwilligung, die eben nichts darüber sagen, welche Geschäftsmodelle sind denn zulässig.
Ich muss, wenn ich Facebook zum Beispiel bin, ein gesellschaftlich hoch umstrittenes Geschäftsmodell. Facebook hat Millionen an Stunden an Arbeit investiert, dass die Policy vor den Gerichten besteht. Und wenn mal wieder ein Gericht was findet, was nicht passt, dann wird Facebook auch schnell genug das nachbessern. Facebook wird auch diese Ausdrücklichkeit hinkriegen, dass das alles versteckt genug ist, dass sie einen Vorteil haben, aber so nicht so versteckt, dass die Aufsichtsbehörden Ärger machen. Und es ist ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel, aber eines, wo nie die Frage gestellt wird, ob dieses Geschäftsmodell von Facebook selber eigentlich gesellschaftlich wünschenswert ist. Ja, also diese ganzen Schutzvorkehrungen der Einwilligung, keine von denen fragt sich, wollen wir das eigentlich? Wollen wir eigentlich Profiling? Wollen wir, weiß ich nicht, wahnsinnig, also Geschäftsmodelle ohne Ende, wo wir uns fragen müssen, wollen wir die eigentlich? Die Einwilligung hat darauf keine Antwort. Die Einwilligung sagt am Ende, naja, jeder ist so der Souverän seines eigenen Lebens. Wenn du einwilligst, dann ist das so, der Markt entscheidet. Und damit ist im Grunde auch schon gesagt, dass die Einwilligung als Regulierungsinstrument für den Datenmarkt überhaupt keine Lösung ist. Hinzu kommt, das habe ich gerade schon angedeutet, etwas, was in der Ökonomie als Unraveling-Effekt diskutiert wird, dass wenn zum Beispiel Amazon mir einen Preis macht, dann kann Amazon mir den in der Regel machen, aufgrund vieler anderer Faktoren, aber auch, weil sie unglaublich viele Informationen darüber haben, was ich haben will. Sie können dann die Lagerhaltung verkürzen. Sie haben wahnsinnig viele Nebenvorteile von ihrer Datenverarbeitung, die alle datenschutzrechtlich problematisch sind. Aber sie haben wahnsinnig viele Vorteile, können deswegen den Preis niedrig halten. Und nehmen wir an, alle Unternehmen würden jetzt am Markt mit Amazon konkurrieren können überhaupt. Also wie gesagt, wettbewerbsrechtlich gibt es auch tausend andere Probleme, aber nehmen wir an, alle anderen Unternehmen würden sich fragen, wie kann ich wirtschaftlich konkurrieren? Dann müssten sie sich fragen, naja, ich kann nur konkurrieren, indem ich das Gleiche mache. Das heißt, der Preisvorteil wird, weil der Markt alle Teilnehmenden zwingt, dieselben Produktionsmethoden anzuwenden, immer wieder, also ein Race to the Bottom, da datenschutzrechtlich. Und gemeinwohlorientiert. Ein Race to the Bottom, der dazu führt, dass am Ende alle Unternehmen diese Mechanismen anwenden müssen. Am Ende kann ich keine Webseite mehr, sobald der Erste anfängt, mit personalisierter Werbung irgendwie Geld zu verdienen und damit mehr Geld verdient, als Leute, die zum Beispiel kontextbasierte Werbung machen, habe ich einen Wettbewerbsnachteil oder einen Vorteil. Je nachdem jedenfalls verbreitet sich dann über die Dynamik des Marktes automatisch dieser negative Effekt und es fehlt irgendwann schlicht die Möglichkeit, überhaupt noch was anderes zu machen. In der Kritik der politischen Ökonomie, also in der Kapitalismuskritik, wird das unter dem Stichwort der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse diskutiert. Das heißt, die Dynamiken des Marktes sorgen dafür, dass wir im Grunde, wir als Betroffene, alle Konkurrentinnen umeinander werden, weil wenn eine Person die Möglichkeit hat, Daten freiwillig für einen Vorteil zu geben, Bonitätsauskunft bei einer Wohnungsanmietung, ja, die Person ist klar für den Vermieter, weil das Risiko des Mietausfalls viel geringer ist, wird dieser Vermieter einen Vorteil haben, auf lange Sicht wirtschaftlich, also es ist nie eine individuelle Betrachtung, es ist dann auf die gesamte Ökonomie berechnet ein Vorteil. Und es verbreitet sich einfach. Und so, dass die Person, die vielleicht mal einen Vorteil hat, diese Daten preiszugeben, irgendwann wird es ein Nachteil, weil irgendwann sind alle gezwungen, diese Daten preiszugeben. Das ist der Unraveling-Effekt und der sorgt dafür, dass die Einwilligung am Ende überhaupt kein regelndes Instrument für die Datenökonomie ist, sondern eine heimliche Helferin des Datenmarktes. Ja, im Grunde die gleiche, sobald man irgendetwas zur Verfügung des Einzelnen stellt, wird es auch möglicher Handelsgegenstand eines Marktes und damit ist die Einwilligung nicht eine Begrenzung von Datenschutzrecht eingriffen, sondern nur die Schranke, durch die jeder Unternehmer will, damit er an die Daten rankommt, um sein Geschäftsmodell zu betreiben. So, es gibt in der juristischen Debatte so ein paar Versuche, die Einwilligung zu retten. Ja, ein paar ganz verwegene Leute sagen, ja, wir schränken einfach die Einwilligungsfähigkeit ein. Das ist so ein bisschen so, als würden wir sagen, die Arbeitszeit ist zu lang. Anstatt arbeitsrechtlich einzuschränken und zu sagen, wir schreiben arbeitsrechtlich ins Gesetz, Arbeitstag nur 8 Stunden am Tag. Anstatt das zu machen, würden die jetzt sagen, wir tun einfach so, als wäre für Verträge, die mehr als 8 Stunden vorsehen, werden Leute nicht geschäftsfähig. Ja, also wir zweifeln an, dass man wirksam in Facebook einwilligen kann. Dann haben wir auch irgendwie so ein bisschen die Schutzwirkung der Einwilligung gerettet. Offensichtlich, also mal ganz davon abgesehen, dass das extrem systemfremd ist, so an der Einwilligung rumzudoktern, möchte ich auch bitte mal jemanden haben, der mir sagt, wo da die Grenze sein soll. Ja, wo ist denn die Einwilligungsfähigkeit noch gegeben? Kein Ansatz, den ich für sinnvoll halte. Und die zweite Option
ist das Kopplungsverbot. Das wird, das kann man, dem ist man vielleicht schon mal begegnet. Das ist der Versuch der aktuellen, die Leute, die so diesen Privatsphären, persönlichkeitsrechtlichen Selbstbestimmungsansatz haben, die versuchen so ein bisschen, die wissen das ja. Ja, die versuchen das ein bisschen in den Griff zu kriegen mit dem Kopplungsverbot. Das Kopplungsverbot sagt, wenn ich in Vertragsverhältnissen eine Datenverarbeitung habe, die aber eigentlich über das hinausgeht, also mehr Daten verarbeitet, als erforderlich ist, um den Vertrag zu erfüllen. Taschenlampen-App will auch Standortdaten haben. Ja, dann fragt man sich, wieso braucht die Taschenlampen-App meinen Standort? Dann ist offensichtlich das Verarbeiten des Standortes nicht erforderlich zur Erbringung des Dienstleistes Taschenlampe. Und dann sagt das Kopplungsverbot, dann ist eine Einwilligung in dieses Mehr unwirksam. Also versucht quasi zu verhindern, dass wenn ich vertraglich irgendwie mehr mache als geht, und das geht halt nicht, dass ich mich dann in die Einwilligung flüchte. Das Kopplungsverbot hat das große Problem, dass auch da die Grenze, wo ist denn, also wie viel ist denn im Vertrag erforderlich? Ja, bei der Taschenlampe kann das jeder von uns aus dem Bauchgefühl rausmachen, aber jetzt möchte ich mal irgendwie hier ein Stimmungsbild einholen, welche Datenverarbeitungen für Facebook erforderlich sind. Was ist überhaupt Kern des Geschäftsmodells von Facebook? Was ist das Kern des Geschäftsmodells von Google? Suche, YouTube, Konzern, kann man das einzeln betrachten? Kann man das allgemein betrachten? Muss man das allgemein betrachten? Wahnsinnig kompliziert. Das heißt, ein unglaublich unscharfer Begriff, der es uns als juristisch sehr schwer macht zu definieren, wo ist denn die Grenze des Erforderlichen? Ab der dann das Kopplungsverbot verhindern würde, dass ich mit der Einwilligung umgehe. Und das zweite Problem ist, es gibt gar kein Kopplungsverbot in der Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung ist im Laufe der politischen Debatten im Hintergrund an dem Punkt sehr weich gekocht worden. Vom Kopplungsverbot ist nur übergeblieben die Bitte bei der Prüfung der Freiwilligkeit in diesen Fällen bitte genau hinzugucken. Man soll das besonders prüfen, ob das freiwillig ist. Und jetzt vor kurzem gab es eine sehr relevante Entscheidung, nicht eine Vorentscheidung, eine Vorentscheidung vom EuGH. Immer bevor der seine Urteile spricht, gibt es von den Generalanwälten, die ja beim EuGH arbeiten, Schlussanträge. Und die versuchen dann so ein bisschen die Entscheidung vorzubereiten. Und in einem ganz großen Verfahren des Meta-Konzerns, also ehemals Facebook, gegen das Bundeskartellamt, hat dieser Generalanwalt, der diese Schlussanträge geschrieben hat, ja, also es gibt kein hartes Kopplungsverbot, aber das, was übergeblieben ist, ja, die Freiwilligkeit im Grunde auch gegenüber so einem Monopol wie Facebook nicht konsequent auszuschließen. Ja, dann fragt man sich halt wirklich, wenn nicht mal gegenüber einem Konzern wie Facebook die Freiwilligkeit, also kategorischen Problem sein soll, dann bleibt von dem selbst dem runtergekochten Kopplungsverbot in der Grundverordnung überhaupt nichts mehr über. Führt also nichts an Markteingriffen vorbei. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens fragen wir uns juristisch, was soll denn überhaupt am Markt zugelassen werden? Und da gibt es total spannende Entwicklungen, Vorreiter für diese Frage, wo wirklich ganz konsequent gesagt wurde, sorry, das hat am Markt nichts zu suchen. Artikel 26 Absatz 3 Digital Services Act, wo im Grunde drin steht, personalisierte Werbung auf Basis von besonderen Kategorien von Daten, Gesundheitsdaten, Daten über Sexualleben und so weiter. Diese Art von personalisierter Werbung ist nicht zulässig. Auf Plattform, also ne, juristisch jetzt bla bla einschränken und so weiter. Aber das ist im Grunde relativ neu, dass der Gesetzgeber sagt, dieses Geschäftsmodell ist so gesellschaftsschädlich, das wollen wir schlicht am Markt nicht haben. Es gibt also keinen Wettbewerb mehr, der dazu führen könnte, dass die Methoden, um dieses Geschäftsmodell zu erfüllen, peu à peu das Datenschutzgrundrecht aushöhlen. Also eine Entwicklung, wo man sagen muss, also sehr konsequent funktioniert. Also da wird bestimmt nicht mehr ein Race to the Bottom um möglichst krasses Profiling passieren, weil das Geschäftsmodell schlicht vom Markt verschwunden ist. Jetzt neu, selbe Debatte, da wird aber noch gekämpft, kann man auch alles nachlesen in einer Verordnung, die das besondere Problem Profiling für die Zwecke von politischer Werbung adressieren soll. Und wenn man da in den Kommissionsentwurf reinguckt, findet man bemerkenswerte Formulierung, dass die Kommission einen Markt für politische Werbung schaffen will. Man fragt sich ja wirklich, das ist schon bemerkenswert, weil im Grunde hier, also und dann eben sagen wir, naja, mit der Einwilligung geht es doch. Und nach dem, was wir jetzt hier heute gehört haben, fragt man sich, wie kann denn also Sinn und Zweck dieser Verordnung ist offensichtlich, den demokratischen Prozess von Wahlen zu schützen. Und dann fragt man sich, wie kann denn es Sache des Einzelnen sein, durch seine Einwilligung, ein Produkt, ein Geschäft zu rechtfertigen, das mit diesen Interessen konträr ist.
So, das ist aber, das Ding ist noch nicht fertig. Der Digital Services Act ist fertig. So, wenn wir also die Frage geklärt haben, was soll am Markt überhaupt gehandelt werden können, und sagen, das ist so schlimm, das soll raus, mit Blick auf die Dynamiken des Marktes, die ich erklärt habe, dann bleibt als zweite Frage, innerhalb der Geschäftsmodelle, die wir am Markt zulassen, wollen wir dann vielleicht bestimmte Leitplanken einziehen. Und da kommen diese ganzen klassischen juristischen Instrumente, Vertragsrecht, Verbraucherschutzrecht, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, aber auch Regulierung zum Beispiel, um es jetzt zu schreiben, dass die IoT-Geräte einfach eben eine Update-Verpflichtung haben für 10 Jahre. Wenn ich in den Mediamarkt gehe und irgendeine x-beliebige Hue-Glühbirne oder was auch immer kaufe, dann steht im Gesetz so, diese Glühbirne hat gefälligst für 10 Jahre aktualisiert werden, Hersteller, kümmere dich darum. So, das sind dann quasi Vorgaben für das Geschäftsmodell smarte Glühbirne. Könnte man alles im Gesetz regeln. Allerdings bräuchten wir dafür ein neues rechtspolitisches Fundament. Solange wir über Datenschutz reden und immer diese informationelle Selbstbestimmung im Hinterkopf haben, dann kommen wir ja rein vom rechtspolitischen Narrativ viel schwerer zu einer Debatte dazu, wie regeln wir den Markt, sondern wir werden zurückgeworfen auf wirkungslose Reaktionen, Informationspflichten, Freiwilligkeit und so weiter. Da doktern wir dann ein bisschen rum, aber wirklich die Frage, welche Geschäftsmodelle sind denn das Problem, wie kriegen wir sie in den Griff, wird nicht gestellt. Wir müssen also uns von dem klassischen, sehr deutschen, zugegebenermaßen sehr deutschen Verständnis von Datenschutz entfernen und können uns fragen, was für ein Verständnis von Datenschutz würde denn stattdessen funktionieren? Das Schöne ist, dass diese Probleme des klassischen deutschen Datenschutzrechts auch gar nicht unbekannt sind. Schon ganz kurz nach dem Volksziehungsurteil sind damals unglaublich renommierte, heute noch in Datenschutzkreisen hochgeschätzte Professoren, haben dann Aufsätze geschrieben und so Zitate gebracht wie ein Datenschutzgrundrecht gibt es in Deutschland jetzt genauso wenig wie vorher. In Klammern, weil das Bundesverfassungsgericht kein neues Grundrecht geschafft hat, sondern nur das irgendwo als Nuance in ein vorhandenes reingelesen hat, nämlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Irgendwann kam mit der Europäischen Grundrechtecharta ein Grundrechtekatalog, der erstmals auch für Deutschland verbindlich einen eigenen Artikel hat, Artikel 8 der Grundrechtecharta. Das heißt, wir haben eigentlich auch rein rechtlich einen komplett neuen unabhängigen Anknüpfungspunkt für ein Datenschutzrechtsverständnis, für ein Datenschutzgrundrechtsverständnis, das uns ermöglicht, von dieser Verengung auf Einwilligung und Selbstbestimmung wegzukommen, hin zu einem Verständnis, das diesen Artikel 8 mit Leben füllt. Und dafür gibt es, es will nicht verschweigen, auch ich gehöre dazu, und mindestens noch 2 Personen, die ich kenne, benutzen diesen Begriff, aber Ideen sind ja manchmal ansteckend, und jetzt sind es vielleicht schon 3 oder 4 mehr. Ein Vorschlag wäre zum Beispiel einfach, das Datenschutzgrundrecht als Pendant zum analogen Körper, als digitalen Körper zu denken. Das Datenschutzgrundrecht aus Artikel 8 der Grundrechtecharta würde also als Schutz des digitalen Körpers ähnlichen Begriffen, Dynamiken unterliegen wie das Grundrecht auf Schutz des analogen Körpers. Und die körperliche Unversehrtheit, da würden wir ja auch niemals auf die Idee kommen, zu sagen, das sei alles eine Frage der Selbstbestimmung. Ja, wir gehen raus und wir sind alle gewöhnt daran, dass es ein für uns völlig unsichtbares Geflecht aus Normen gibt, das die Luftreinheit regelt, dass die Sonne, also die Frage, gut, niemand reguliert die Sonne, aber Lebensmittelrecht, Qualität, weiß ich nicht, das Mikroplastik, was von den Kinderspielzeugen abblättert. Also an so vielen Stellen wird mit Blick auf die analoge Gesundheit Regeln eingegriffen, dass man mit der gleichen Denkart beim digitalen Körper sofort sich klar macht, also die Einwilligung kann ja wohl nicht der Ansatz sein. Es ist ja nicht so, dass giftiges Kinderspielzeug darf am Markt gehandelt werden, weil groß, schwarz, rot warnend draufsteht, Achtung, gefährliches, giftiges Kinderspielzeug. Und wir alle würden sagen, ja, super, Grundrechtsschutz, hier Einwilligung und so, mega, ja. Das ist ja auch keine Marktregulierung, die wir für effektiv halten würden. Wir müssen uns also rein juristisch, rechtspolitisch von dieser alten, der deutschen Sichtweise auf Datenschutzrecht emanzipieren. Und dann übrigens wird auch ganz schnell klar, warum so ein Unsinn wie Dateneigentum überhaupt nicht funktionieren kann. Wenn man Datenschutz als analog zum analogen Körper, als digitalen Körper versteht, dann ist ja jedem klar, naja, Organe sind ja auch nicht am Markt handelbar. Und schon wird zum Beispiel klar, dass auch die ausschließliche Verfügung über personenbezogene Daten als Eingriff in den digitalen Körper
überhaupt nicht am Markt undenkbar wäre, genauso wie es keinen Organhandel gibt. Und diese Parallele, die hilft einem unglaublich weiter, wenn man das Problem, das der Datenmarkt in seiner Dynamik auslöst, für das Datenschutzrecht und die daran klebenden Nachhaltigkeitsprobleme lösen will. So, und damit bin ich jetzt, genau, bin ich fertig. Ich hatte, ach, perfekt, ach, ich musste wirklich durch. Also, wer noch mehr lesen will, ist alles online, reichlich Material, kann gerne nachlesen. Und wir haben noch 10 Minuten für die Fragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Meldet euch. Ich möchte offenlegen, dass ich mit dem Fragenstellen eine lange theoretische Diskussion verbinde. Das heißt, die wird lang. Das heißt, und ich würde gerne, wenn, also Winfried, ne? Okay, gut, ja. Ganz kurze Frage, es gibt natürlich viel zu sonst noch darüber zu sagen. Wie gehst du damit um, dass in Artikel 8 Grundrechtecharta die Einwilligung halt auch drinsteht? Die Einwilligung bleibt als Verteidigung gegen zum Beispiel staatliche Datenverarbeitung oder Datenverarbeitung, die nicht dieser Marktdynamik unterworfen sind, natürlich ein legitimer Aspekt, aber ist eben nicht diese, ist rein vom politischen Framing nicht in den Begriff informationelle Selbstbestimmung eingebrannt, sondern das Recht auf Schutz personenbezogener Daten als Grundrechtsbeschreibung ist viel allgemeiner und hat diese unglückliche Verengung auf Selbstbestimmung und Einwilligung nicht bereits im Namen drin. Aber natürlich ist die Einwilligung weiter in vielen Bereichen notwendig, aber eben nicht als strukturelles Instrument zur Regelung des Marktes. Eine Verständnisfrage, also keine Kritikfrage. Also der Verbot von diesem Geschäftsmodell verbietet ja eigentlich personalisierte Werbung. Das bedeutet, dass eigentlich als Konsequenz Dienstleistungen bezahlt werden müssen. Also wenn ich jetzt Das heißt nur, dass zur Finanzierung nicht mehr auf personalisierte Werbung zurückgegriffen wird. Also nur noch so allgemein wie beim normalen Fernsehen, da kommt Hundewerbung und Die Kreativität des Wettbewerbs würde ich gar nicht beschränken. Die werden sich viele gute Ideen überlegen, wie sie ihr Geld verdienen. Sie sollen es halt nur nicht mehr mit personalisierter Werbung machen. Immer. Versuche eigentlich divers zu. Vielleicht ganz kurze Frage zu diesem Kopplungsverbot, was du angesprochen hast, wo du im Prinzip sagst, es ist ja, funktioniert nicht, beziehungsweise wird nicht gut umgesetzt. Ist das resultiert das nicht eigentlich sehr wohl irgendwo aus dem Grundsatz der Datensparsamkeit, wenn man den ernsthaft denken würde? Und der ist ja schon vorgeschrieben. Generell, wenn immer Leute Datenschutz sagen, meinen sie eigentlich Datensparsamkeit gefühlt. Also das ist eine total berechtigte Frage. Der Begriff Datensparsamkeit ist aber nur ein Synonym für die Frage, was ist erforderlich? Denn das, was erforderlich ist, weniger geht offensichtlich nicht, dann kann ich nicht sparsamer. Und die Datensparsamkeit zwingt mich dazu, einfach bis an die Grenze des Erforderlichen zu gehen und nicht mehr. Das heißt, ich habe immer noch die gleiche Frage, welche Daten für welches Geschäftsmodell sind denn hinreichend sparsam? Wer will denn das beantworten? Deswegen ist das als politischer Programmsatz total wertvoll. Aber es ist in der rechtlichen Durchsetzung wahnsinnig kompliziert zu sagen, für welche Geschäftsmodelle sind welche Daten eigentlich verschwenderisch. So. Also es ist eine Anwendungsproblematik. Ja, zwei Sachen. Einmal Digital Data Service Act ist ja schon länger im Entwurfsmodus. Gibt es irgendein Zeitfenster? Wann der ist durch. Ach, der ist jetzt durch? Ja. Ach so, okay. Also ich erwarte die Veröffentlichung im Amtsblatt eigentlich jetzt demnächst mal. Ach so, da habe ich nämlich noch nicht gefunden, aber der ist jetzt endlich durch. Ich meine, wenn irgendwer im Saal mich jetzt korrigiert, also ich meine, das Ding ist gegessen. Weil ich hatte jetzt gerade noch mal eben auf der Website geguckt, der EU, also da steht es doch im Entwurfsmodus, aber wenn es jetzt durch ist. Okay, das ist ja wunderbar. Im Amtsblatt der Europäischen Union wird das Ding stehen, aber an dem Wortlaut ist, der ist durch. Okay, das ist dann super aktuell, super. Das Zweite ist der Begriff des Eigentums und des Körpers eigentlich nicht ein Widerspruch in sich in einer Forderung?
Also Dateneigentum und Datenkörper, weil ja, der Körper ist. Ich hoffe, ja, dass dann habe ich eventuell war das dann zu schnell. Ich spreche mich gegen Dateneigentum aus. Und die Tatsache, dass ich das Datenschutzgrundrecht wie einen digitalen Körper denke, habe ich ein unglaublich starkes Argument dafür, dass es offensichtlich kein Dateneigentum geben darf, weil es genauso wenig, wie es eine analoge Leibeigenschaft gibt, eine digitale Leibeigenschaft geben kann. Mürst jemand mit den Augen? Weil ich habe keine andere Meldung gesehen. Ihr müsst die Hände heben. Kai Dittmann, GFF. Ich sehe das hin und wieder bei unseren JuristInnen auch, dass sehr viele politische Fragen gerne über Grundrechte gelöst werden. Und man versucht, so viel wie möglich in die Verfassung reinzulesen, um es dann über Verfassungsrecht oder abgeleitetes Recht zu lösen. Warum ist das eigentlich eine juristische Frage, die darauf begründet werden muss? Warum ist das nicht eigentlich eine politische Frage, die weniger was damit mit den Grundrechten zu tun hat und vor allem nicht Juristen was angeht, sondern im Zweifel eher Abgeordnete und Ministerien? Ja. Wahnsinnig gefährliche Unterscheidung zwischen Recht und Politik. Alles ist politisch, das Recht ist politisch. Und wir als Juristinnen sind in der Pflicht, die Konsequenzen unserer Rechtsauslegung für die Gesellschaft zu berücksichtigen und alles, wovon die Problemlage, die wir haben, die ist ja nicht aus einem neutralen, luftleeren Raum entstanden, sondern weil Juristen angefangen haben, das Datenschutzrecht so zu lesen. Und jetzt fangen Juristen an, dem politisch etwas entgegenzuhalten. Ja. Ja, danke erstmal für den spannenden Vortrag und auch für diese Idee mit der Parallele zu der körperlichen Integrität. Also davon hatte ich auch noch nichts gehört vorher. Und mich auch noch nicht damit beschäftigt, aber mir kam jetzt gerade so da direkt so die Frage, ob man da nicht doch wieder dann zu diesem Problem mit der Einwilligung kommt. Also ich denke jetzt zum Beispiel an das Beispiel, Tätowierung oder Piercing oder so, da kann man ja auch einwilligen in eine Begrenzung des Rechts auf Leben und körperliche Integrität. Und vielleicht noch weitergehend, es gibt ja auch diese Idee der Informationsgerechtigkeit oder Datengerechtigkeit. Siehst du das vielleicht auch als einen interessanten Anknüpfungspunkt? Mit Datengerechtigkeit kann ich aus der Hüfte nichts anfangen. So. Also auch bezogen auf Machtverhältnisse. Also, ich hoffe, dass klar ist, dass es hier nur um Machtverhältnisse ging bei mir. Es geht um ökonomische Macht, es geht um die Macht von Menschen, die Eigentum an Produktionsmitteln haben, gegenüber denen, die sie nicht haben. Das ist alles eine Machtfrage. Es geht hier nur darum, die Macht umzuverteilen. Und die es geht darum, nicht darum, dass dieses Grundrechtsverständnis alle Regulierungsfragen löst, überhaupt nicht. Es geht aber darum, die Politik hat das Problem, dass solange wir, also wenn sie mit Abgeordneten sprechen und die sagen, das stimmt alles, aber sobald sie Datenschutzrecht in den Mund nehmen, kommt von Menschen mit Wirtschaftsinteressen sofort die Reaktion, ja, aber das ist doch informationelle Selbstbestimmung, das ist doch Einwilligung, wir wollen doch den Leuten nicht ihre Entscheidungsfreiheit wegnehmen. Und dann hat man ein ganz starkes wirtschaftsliberales Narrativ dafür, um rein datenschutzrechtlich dem nicht zu begegnen. Und deswegen brauchen wir natürlich, bleibt die Einwilligung bestehen als rechtlicher Ansatz. Aber wir brauchen ein neues rechtspolitisches Verständnis, welchen Zweck verfolgt eigentlich Datenschutzrecht? Und es ist eben mehr als die Einwilligung. Okay, schönen guten Tag. Hallo Malte, danke für den schönen Vortrag. Ich hätte eine Frage. Wie siehst du die momentane Diskussion um den europäischen Gesundheitsdatenraum vor dem Hintergrund der Ökonomisierung, den du gerade angesprochen hast? Ich habe mir noch nichts davon so genau angeguckt, dass ich dazu sprechfähig wäre. Sorry. Bitte, bitte bald. Wie bitte? Bitte, bitte bald. Buy me a copy of me, please. Nochmal eben. Ich habe ihn sehr gern. Das ist überhaupt nicht. Sehr gut. Dann soll das so sein. Ja, ich dich auch. Wenn dann das Grundrecht anerkannt ist und möglicherweise auch Aufnahme gefunden hat ins Grundgesetz, dann ist mir immer noch nicht so klar, wie es dann weitergeht. Also sind dann Datenverarbeitungen, die deiner Ansicht nach oder nach Ansicht der Rechtsprechung gegen dieses Grundrecht auf informationelle Integrität verstoßen, schadensersatzpflichtig, verboten,
Und welche Datenverarbeitungen sind dann erlaubt? Also was ich noch vermisst habe, ist, was ist denn eigentlich mit allen Datenverarbeitungen, die Gemeinwohlzwecken dienen oder die zur Inanspruchnahme von Grundrechten erforderlich sind? Die kommen ja jetzt in dem Datenmarkt bei dir nicht vor. Wie gesagt, Grundrechte beantworten die Fragen nicht. Grundrechte bieten aber einen rechtspolitischen Rahmen für gesetzgeberische Aktivitäten. Und solange wir bei gesetzgeberischen Aktivitäten uns selber fesseln mit einem Datenschutzverständnis, das uns rein begrifflich über die informationelle Selbstbestimmung im Diskurs immer wieder an Selbstbestimmung, und die fassen wir nicht an, fesseln, haben wir keine taugliche Reaktion auf den Datenmarkt und seine Dynamiken. Die restlichen Fragen, das Austarieren im Einzelnen, ist natürlich eine, die konkreten gesetzlichen Regelungen vorbehalten ist. Also die Beispiele, die ich gebracht habe mit dem Digital Services Act und der Verordnung Transparenz politische Werbung, sind zwei Beispiele, wo einzelne Geschäftsmodelle rausgepickt worden sind, um sie zu regeln. Und dann, ja, genau. Eine ganz kurze könnten wir noch, aber wenn ansonsten sind wir nämlich zu Ende. Der Vortrag basiert auf einem Aufsatz, der als Manuskript fertig ist und gerade einen Verlag sucht. Der wird in den nächsten Monaten erscheinen. Wer also wirklich nochmal davon 16 Seiten lesen will, ja, googelt das und er wird ihn dort finden. Okay, dann mache ich noch eine Ansage. Das passt eigentlich, eines passt da sehr gut zu, ne? Das Bits und Bäume Journal. Das ist die Publikation, die am Ende der Bits und Bäume veröffentlicht werden soll. Dafür gibt's noch einen Call for Contributions. Vielleicht möchtest du dich da auch einbringen. Bis zum 16. Oktober kann man das noch einreichen. Weiß nicht, ob 16 Seiten gingen, das müsste man sehen. Das musst du mit den Kollegen ausmachen. Das zweite Wichtige an euch alle ist Folgendes. Die Abschlussveranstaltung findet heute nicht in ADA im Hauptgebäude statt, sondern hier im Ahorn. Das heißt, also nicht gleich hier sitzen bleiben, das kommt noch was dazwischen. Könnt ihr natürlich, bestimmt auch spannend. Auf jeden Fall wichtig, Abschlussveranstaltung 19.30 Uhr hier im Ahorn. Zweitens, die Garderobe im Hauptgebäude schließt um 19.30 Uhr. Wer also dort Sachen hat, möchte die bitte vorher abholen. Dafür gibt es im Mathegebäude, also hier in diesem Gebäude, die Garderobe, die schon um 18.30 Uhr öffnet. Und nach der Abschlussveranstaltung der Bits und Bäume gibt es dann Beats und Bäume. Das heißt, ihr könnt dann noch bis euch ein bisschen abtanzen und den Tag wunderschön ausklingen lassen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bis dahin zum Abtanzen und vor allen Dingen eine rege Teilnahme an der Abschlussveranstaltung hier im Ahorn. Dankeschön. Thank you.